Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2. Heute werden wir uns die Unterschiede zwischen Transport Fever und größten Änderungen im Gameplay. So, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal mit dem allerersten, mit dem wichtigsten, und zwar ist es die Stadtentwicklung. Ja? In Transport Fever 2 haben wir die Möglichkeit, das alles weitaus detaillierter zu sehen. Wir haben verschiedene Diagramme, wir haben Ziele, wir können sehen, wo welches oder wo die Reise eigentlich hingeht, wo führen die Transporte oder wo möchten die Menschen am liebsten hingehen. Ebenso sehen wir, welche Tendenz, das war zwar in Transport Fever 1 meines Wissens auch schon, welche Tendenz das die Stadt gerade hat, aber es ist jetzt halt weitaus detaillierter aufgelistet, was beeinflusst den Wachstum in unserer Stadt. Ja? Und hierbei ist zum Beispiel wichtig, dass wir genügend öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellen, einfach damit wir einen Plus oder ein Plus auf das Wachstum bekommen. In dem Fall sind es 130%. Genauso, was sich noch geändert hat, ist, dass wir in dieser Stadt oder dass wir pro Stadt nur noch zwei Güter anliefern müssen. Ja? Das eine Gut ist im Endeffekt Lebensmittel, in dem Beispiel jetzt hat für das Gewerbe, also sprich für Läden, Restaurants, Hotels, und für die Industrie sind das Maschinen. Je nachdem, wie hier auch wieder die Versorgung ist, trägt es natürlich wieder positiv zur Stadtentwicklung bei. Ein weiteres Qualitätsmerkmal einer wachsenden Stadt ist auch die Überlastung oder Belastung der verschiedenen Haltestellen bzw. Verkehrsaufkommen. Jetzt aktuell hier in unserer kleinen Stadt Schwerte, das mehr oder weniger die größte Stadt jetzt halt hier ist, hier mal reingehen, mit 1015 Einwohnern, schaut das verkehrstechnisch relativ gut aus. Wir haben relativ wenige Reiseziele, die mit dem Privatverkehr oder mit dem Privatfahrzeug erreicht werden, und dementsprechend sind die Straßen hier relativ sauber. Das Allergleiche ist, wir haben eine relativ hohe Netzabdeckung. Ich kann ja hier mal kurz so reingehen. Wir haben hier insgesamt sehr viele Linien. Ja, zwei Buslinien, zwei Tramlinien. Wir haben mehr Buslinien, glaube ich sogar. Auf jeden Fall ist die Netzabdeckung hier relativ hoch. Genauso haben wir einen Bahnhof, der mit, okay, jetzt aktuell nur zwei Sachen, aber hier mit Meiningen verbunden ist. Meiningen verbindet oder ist dann halt mehr oder weniger mit allen anderen noch verbunden. Dementsprechend, egal was Sie machen wollen, wenn Sie nach Meiningen fahren, fahren Sie mit dem Bus und von da aus dann halt mit dem Zug, so ist es richtig, und von da aus dann halt mit weiteren Dingen. Wenn wir jetzt ebenfalls haben wir natürlich auch noch ein Flugzeug oder einen Flugplatz, in dem relativ viele Personen noch verschiedene Möglichkeiten haben zu reisen. Somit eine der größten oder eigentlich eine der Hauptänderungen ist einfach die Simulation der Stadt und deren Wachstum. So, eine weitere Änderung ist natürlich auch das gesamte Produktionsnetzwerk. Früher war es ja im Endeffekt so, ich hatte verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu produzieren, zum Beispiel Stahl und Schlacke und aus Schlacke dann halt Baumaterialien. Das hier existiert ja gar nicht mehr. Um einfach mal bei dem Beispiel von Stahl zu bleiben. Wir benötigen für eine Einheit Stahl zwei Einheiten Eisenerz und zwei Einheiten Kohleerz. Und dann bekommen wir einen Stahl dabei. Keine Nebenprodukte. Also es gibt keine andere Möglichkeit, das hier so zu produzieren. Im Allgemeinen wurde auch nochmal genauer überarbeitet, von wo kommen die Sachen. Wir können uns hier anschauen, welche Eisenerzminen bzw. welche Kohleminen liefern oder beliefern jetzt die Schwerte Stahlwerke und wer verbraucht Stahl. Und hier kann man im Endeffekt auch sehen, wo wird denn Stahl benötigt. Also ich muss jetzt halt hier nicht mehr sagen, okay gut, ich suche mir jetzt mal was, wo ich diesen Stahl dann halt abliefern könnte, sondern ich könnte einfach sagen,
okay, ich brauche jetzt halt hier in Mitte-Teich Waren. Na, dann gehe ich hier drauf und dann halt bin ich hier eben drinnen. Eine weitere Änderung ist, wir können, also es gibt nicht mehr vier Level oder vier verschiedene Stufen pro Herstellungsbereich. Also eine Kohlemine hat sowohl vier Stufen als auch jetzt Baumaterialien oder in dem Fall Stahl. Ja. Es ist meistens so, dass eine Mine bzw. ein Rohstoffproduzent, wenn wir jetzt mal hier Kohle aufmachen, dann hier noch den Bauernhof und hier Holz, dann haben die Leiste für ein erhöhtes Level gar nicht. Bei Holz ist es so, sie produzieren 400 Einheiten, also die sind im Endeffekt schon auf dem Maximum. Beim Bauernhof ist es so, die sind auf mittlerer Stufe, die können nur maximal 200 Einheiten produzieren. Und bei Kohle ist es das gleiche wie bei dem Holz, sie produzieren 400 Einheiten von Anfang an. Das ist auch nochmal ein sehr großer Unterschied und macht alles auch ein klein wenig interessanter. Wenn ich jetzt halt hier zum Beispiel 400 Stahl anliefern oder 400 Stahl produzieren möchte, dann muss ich von zwei Erzgruben oder von zwei Erzminen angeliefert werden und von zwei Kohleminen. Also das ist auf jeden Fall schon sehr interessant. Das gleiche ist hier beim Holz. Wenn wir hier mal die Holzlinie anschauen, wir produzieren hier 400 Einheiten Holz oder Baumstämme und das zu Bretter zu verarbeiten, benötige ich zwei Baumstämme. Das heißt, wenn ich 400 anliefere, bekomme ich im Endeffekt nur 200 raus. Das heißt, hier habe ich eine zweite Stufe, also bei allen mittleren Produktionsketten habe ich zwei unterschiedliche Stufen, ja, Stufe 1 und Stufe 2. Und ich benötige immer zwei Rohstoffanlieferungspunkte. Das allergleiche gilt eben auch bei der Nahrung. So, ich habe jetzt wieder diesen komischen, seltsamen, verrückten, okay, jetzt passt wieder. Das hatte ich in Transport Fever 1 schon hin und wieder, wenn ich quasi nach rechts gefahren bin und dann ein Fenster geschlossen hatte, dann ist er weitergefahren und ich konnte das nicht mehr rückgängig machen. Na. Gut, wo war ich? Genau. Und natürlich haben wir alle vier Stufen bei solchen Sachen wie die Baumaterialien, bei Endprodukten. Hier haben wir vier Level, es produziert 100, 200, 300, 400. Hier ist es auch so, wenn ich mal kurz gucke, bei Stein. Das ist ein Kohlebergwerk. Ich habe doch irgendwo Stein. Ah ja, hier habe ich Steine. So, ich brauche im Endeffekt einmal Stein für einmal Baumaterial. So, genau, diese Ketten, die wurden alle vollständig überarbeitet und meines Erachtens ist es auch eine massive Änderung in der Spielmechanik. Die letzte große Änderung der Spielmechanik für mich persönlich ist einfach der Waren- oder der Cargo-Transport mit Flugzeugen. Wir fliegen hier jetzt mal bei einem gerade mit. Wir sind auf dem Weg nach Schwert. Das hat auf jeden Fall die Art und Weise, wie man Städte plant, grundlegend geändert. Ich kann jetzt halt hergehen und kann sagen, ich produziere auf der einen Seite der Weltkarte etwas und liefere es dann auf die andere Seite der Weltkarte in ungefähr keiner Zeit. Das ist meines Erachtens mitunter eins der besten neuen Features und auch Änderungen der Spielmechanik. Im Gegensatz zu Transport FIFA 1, das es Leben weitaus interessanter macht und auch das Bauverhalten und das Entwicklungsverhalten um einiges, also wirklich massiv beeinflusst. Wenn ich jetzt mal hier diese Linie hier angucke, oder eine dieser Linien hier, wir produzieren hier heroben Kunststoff. Hier. Wir liefern das dann von Abenberg mit dem Zug nach Schwert und hier mit dem Flieger, schauen wir mal, welcher das gerade ist.
Ah, der hier ist es gerade. Mit dem Flieger donnert nach Else Süd. Else ist hier auf der anderen Seite der Karte. Also hier. Früher wäre das Problem einfach gewesen, wenn wir hier Sachen einliefern, beziehungsweise hier Sachen produzieren und das dann halt an die andere Seite der Karte liefern wollen würden und das mit dem Zug tun, haben wir Verluste, einfach weil die Zeitspanne zu lang ist und das Zeug dann halt einfach verloren geht. Ich glaube, das war irgendwo bei 15 Minuten was um den Dreh. Das hat meines Erachtens das Spielverhalten grundlegend geändert. So, das waren drei große Punkte, beziehungsweise drei Kernpunkte, die ich persönlich als die größten Änderungen der Spielmechanik empfinde, die das Spielverhalten auch massiv beeinflussen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht das so ähnlich wie ich. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einem meiner nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Erakul. Ciao.